Ja, wie kriege ich diesen Gegenstand jetzt hier oben? Frau am Brunnen. Muss ich da irgendwie gegenschießen? Weil ich habe da schon mal gegengeschossen, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Wenn ich Musik mache, wird's gruselig. Bestimmt habe ich nicht richtig gegengeschossen. Oder ich muss hier irgendwie was triggern. Egal, schieben. Aber ich kann das... Ach, warte mal. Das ist ein viereckiger. Ah. Aber ich glaube, ich kann... Ich weiß gar nicht, kann ich das auch ziehen, das Regal? Ja, Kommode, Regal. Drunter. Ich kann das aber nicht ziehen und dahinter komme ich auch nicht. Foto in den Rahmen. Vielleicht hat die Person etwas mit dem Haus zu tun. Oder kann ich das irgendwie davor schieben und dann dahinter? Ich guck mal. Muss das mit der Wand, mit der Durchgang? Okay. Hallo. Danke. Nein. Jetzt sitzt drauf. Jetzt kannst du dich nach rechts drehen. Ah! Magie! So funktioniert das hier. Ich habe das Gefühl, da zu viel des Guten. In der Controller die ganze Zeit. Das ist voll gruselig. Kann ich das von hier aus kriegen? Ah! Ah, nicht erschrecken. Ah. Magie ist ein Gewürz. Tatsächlich eine Pflanze, ja. Ich habe das Gefühl, das reicht nicht ganz. Sie sind gute Magiepflanzen. Ah, mitnehmen? Ja. Ich hab's nicht gelesen, was es ist, aber ich nehm's mit. Eine Karte? Oha, oha, oha. Aber so groß ist das Haus ja nicht, ne? Aktuell. Sie haben die Karte von Haus E1. Eine Sache, die ich auch früher hätte kriegen können, ne? So, guck mal, jetzt ist der Raum auch so farben. Super. So, und bevor ich jetzt da vorne die Gegenstände hole, gehe ich erstmal raus. So. Magiekraut ist die Pflanze. Keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Bestimmt ist ja auch noch... Ja, doch, hier ist ja noch was versteckt. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal raus. So, das war aber nochmal eine Tür weiter. Entschuldigung, wenn ich so vorsichtig bin. Immer alles mit der Ruhe. So, schauen wir mal. Lass mal schön in Ruhe hier alle. Ja. Springt er gleich über den Zaun? Ja.
Was kann ich hier mit der Chemikalie machen? Also in den späteren Teilen kannst du ja mit Chemikalie Sachen herstellen. Wie ist das hier? Ist noch Kerosin da? Ach so, da hätte ich das wieder voll machen können. Ja gut, das wusste ich nicht. Was erst später. Später für eine Maske. Okay. Achso, das geht nicht. Schade. Ja gut. Dann haben wir aber wenigstens hier ein bisschen Zeug mitgenommen. Das ist doch schon mal etwas. Weil für Notfälle. Immer gut. So, okay, aber das war dann die letzte Tür anscheinend. Obwohl, wir können hier eigentlich nochmal in den Schreibmaschinenraum und dann gucke ich einmal, dann zeige ich einmal kurz die Sachen. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Tür. Nee, dann würde ich tatsächlich erst dahin gehen. Und da ist auch... Ja... Ja, ich gehe aber erstmal zu dem Raum, alles klar. Mal schön gegen die Wand rennen. Wenn ihr irgendwo einen Zombie liegen seht, dann sagt mal Bescheid, weil ich sehe die halt echt nicht. Ich sehe aber eine Menge gerade nicht. Mal gucken, nicht, dass ich hier was falsch mache. Und ich habe schon was falsch gemacht. Ich muss da durch. Ist das überhaupt eine Tür? Auf dem Regal ist nichts. Ich will ja auch nicht auf den... Ist das eine Tür hier links oder nicht? Ja. Boah, ich sehe hier wirklich, wie gesagt, fast nichts. Gesundheit, Chessy. Der Chessy sitzt wieder hier, falls sich jemand fragt. So. Alles klar. Alles klar. Dann... Nein, ach. Also mit dem Platz ist halt echt nervig. Das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ich lasse das mal so, weil ich will auf jeden Fall noch die Hundepfeife, glaube ich, mitnehmen. Obwohl, warte mal. Ich glaube, wir kommen eh noch mal an einem Safe Point vorbei. Dann ist das eh gerade egal. Ich guck mal. Genau, weil da unten ist nochmal ein Schreibmaschinenraum. Ich sehe jetzt gerade nur nicht. Da unten ist eine Wand, ne? Da komme ich gar nicht rein so einfach. Ja, aber da vorne ist ja nicht weit weg. Wäre ja auch alles anständig machen. Ne? Fenster habe ich. Okay. Okay, gehen wir nochmal hoch. Wieder den ganzen Weg weiter. Und ich habe schon wieder vergessen, wie man hier lang. Ich glaube, da hinten. In der von kannst du das Brett benutzen, wenn du in deinen Raum reinkommen kannst. In der Nähe von kannst du das Brett benutzen. In der Nähe von was?
der Nähe von Brett. Was für Brett? Ich bin total verwirrt. So. In der Nähe von dem Safe-Raum kannst du das Brett benutzen, wenn du in einen Raum reinkommen kannst. Und was für ein Brett? Ach so, jetzt noch eine Moment. Hier von dem Safe-Raum oder von dem anderen Safe-Raum? Ach so, das Brett, was ich gefunden habe. Das meinst du, oder was? Ja, gut. Also soll ich das Brett jetzt nochmal holen? Aber... Ne, egal, nee, ich gehe erstmal dahin. Ich tue jetzt so, als hätte ich das nicht gewusst. Also beziehungsweise ich habe es ja auch nicht gewusst. Es soll ja hier auch ein bisschen Eigeninitiative sein. Okay, aber danke trotzdem. Mhm. So. Muss ich jetzt lang. Einmal hier rum. Und... Ja, gehen mal den Außenweg. So. Mir geht das so auf den Keks. Ich sehe nichts und die Steuerung und... Oh. Bin ich denn? Da bin ich. Hä? Was? Lauf! Hä? Was ist das? Habe ich schon Hallo Princess gesagt? Wenn nicht, Hallo Princess. Jetzt geht's. So, da bin ich. So, irgendwas ist hier versteckt. Oder meinst du, ich soll hier das Brett benutzen? Was? Eine dornige irgendwas? Eine dornige Pflanze, die sie noch nie gesehen haben? Aha, also redet er gar nicht mit sich selber. Wer redet denn dann mit dem? Aber so Sachen erkunden, das zählt nicht. Oder zählt das auch? Nee, das nicht. Oder vielleicht doch. Fehlt nur eine Sache. Ach so, hier, ja gut. Ja gut, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Alles klar. Das ist so ein Tipp, das geht, wenn ich da wirklich, also wenn das so unwahrscheinlich ist. So. Mal gucken. Nach links, dann die Treppe runter und... Treppe runter und... Ja. Genau, da liegt auch noch ein Bursche. Da. Mal. Ja, ist okay. Aha. Durch ordentlich am Abbrennen, wie man so sagen. So, dann gehen wir mal runter. Das
anscheinend schon ein paar Stunden tot. Wer? Da liegt jemand? Kann ich den auch verbrennen? Ich sehe da wirklich keinen. Wird durch die Tür. Okay, hier ist auch kein Kanister, glaube ich. So, dann schauen wir doch mal. So, dann machen wir erstmal den Kanister weg. Dann nehmen wir doch mal tatsächlich das Gewehr. Die Hundepfeife, probieren wir es doch mal aus. Und dann nehmen wir noch das Brett. Doch etwas heller machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kann das auch nochmal gucken. Nur das liegt an dem Licht. Weil eigentlich, ich stelle es mir noch ein bisschen heller. Jetzt ist es sehr weiß, das Handy. Aber, weiß ich nicht. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das bei euch ist. Ich mache erst das mit der Pfeife. Machen wir mal so. Weil ich möchte gerne eigentlich noch ein bisschen Magazin mitnehmen. Weil ich bin total bammel. Sicher ist sicher. Okay. Ach, das sind meine eigenen Schritte. Bei dir ist es sehr dunkel. Wie ist es denn nur bei dem Rest? Also ich kann es nochmal höher stellen, aber... Warte mal. Also das Spiel ist generell aber auch sehr dunkel. Kann ich das nicht auch hier im Menü irgendwie einstellen? Moment, das Spiel an sich. Kann ich das nicht auch heller stellen? Ist das bei mir zu laut? Ach da, Tatsache. Helligkeit regeln. Bildschirm Helligkeit ist aufzuwerten. Helligkeit wird zum eingestellten Farbenzeichen unter der roten Linie nicht mehr erkennbar ist. Ja, theoretisch ist es sogar sehr dunkel. Beim Handy ist es hell genug. Okay. Ja, ich kann es ja trotzdem... Also jetzt ist Helligkeit 100. Jawohl, bei mir ist es ja auch heller als bei euch. Also okay, wir stellen das mal auf volle. Dann vielleicht ist das tatsächlich sogar ein bisschen besser. So. Wer weiß. So, warte mal, wo muss ich jetzt nochmal lang? Also erstmal rüste ich die aus. So. Das ist die falsche Tür, ne? Bis die hinguckt. Das ist die falsche Tür. Ich glaube, hier lag auch noch einer. Ich glaube, da vorne. Was klackert das Spiel denn heute so? So. Hier die Hundepfeife. Sie haben die Hundepfeife geblasen. Tatsache, die sind böse! Die sind böse! Jetzt lass doch los! Alter!
Boah. Vorsicht. Nehmen wir mal. Halsband. Ja. Ja. Gut. Was sagt die Karte? Aha! Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's ja jetzt. Okay. So, gehen wir wieder raus. Die Hunde verbrauchen sie wahrscheinlich mehr. Ablegen, ja. Die sagen, gehe ich nochmal speichern und dann gehen wir in den einen mysteriösen Raum. Sehr mysteriös. Wie gesagt, ich spiele ein bisschen vorsichtiger, bevor jemand da am Nörgeln ist. Immer schön vorsichtig. Ist ja auch mal wichtig, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass hier auch einer drin steht, aber kann er ja gar nicht. Obwohl, doch, da ist auch eine Schreibmaschine. So, dann packen wir die Scheiße mal wieder weg. Dann nehme ich mir jetzt hier noch ein... Hallo? Können wir erstmal das Farbband. Ja. Ja. Der Raum für das Bett müsste auf der rechten, müsste auf der rechts sein, über dem ein Safe Room. Okay. Auf der Karte. Ja, alles klar. Rechts neben den Safe. Dann gucken wir mal. Moment, über in dem großen Raum, aber da ist ja alles noch da. Oder meinst du den? Nee, geht ja auch nicht. Du meinst diesen langen Raum dort? Oder meintest du... Ich bin verwirrt, Entschuldigung. Okay, komme ich noch nicht rein. Alles klar. Oh, kann man ja mal gucken. Machen wir jetzt eh alles entspannt. Habe jetzt eh erstmal gespeichert. So, nehmen wir hier noch ein bisschen... Wo haben wir es denn? Wo ist es? Da. Kräuter mit. Sicher ist ja sicher. Und dann schauen wir mal. Nicht mehr viel Flintenmunition.